das Ferienhaus. Peppa und ihre Familie fliegen in ein anderes Land, um dort Urlaub zu machen. Wir hoffen, der Flug hat Ihnen gefallen. Bitte schnallen Sie sich jetzt wieder an. Hier spricht Ihr Pilot, Captain Chaos. In Kürze landen wir in Italien. Oh, Italien. Das klingt gut. Das Flugzeug ist gelandet. Hurra! Oh weh. Peppa hat ihren Teddy im Flugzeug vergessen. Jetzt brauchen wir ein Auto. Damit fahren wir dann in unser Ferienhaus. Das ist der Autoverleih. Hallo. Buongiorno. Come posso aiutare una così bella signora? In Italien sprechen die Leute Italienisch. Oh, wir brauchen ein Auto. Non capisco. Lass mich das machen. Ich bin ein Experte im Reden. Wir brauchen ein Auto. Uovo. Keine Eier. Ein Auto. Nein. Keine Blumen. Nein. Brumm, brumm. Ah, Auto. Hehe. Brumm, brumm, piep, piep. Gut gemacht, George. Ist der Koffer schwer? Bist du sicher, dass wir das alles brauchen, Mama Wutz? Ja, das ist alles sehr, sehr wichtig. Und verfahren wir uns jetzt wieder so, wie wir es immer tun? Nein, Peppa. Das Navi wird uns den Weg sagen. Benvenuto all'auto del futuro. In Italien spricht das Navi Italienisch. Proseguire sulla... Ich glaube, wir brauchen gar kein Navi. Wir fahren hier lang. Aber denk dran, Papa Wutz, wir sind in einem anderen Land. Vielleicht fährt man hier auch anders. Fahren ist fahren, Mama Wutz. So anders kann das nicht sein. Strada, porco! Autofahren in Italien ist ganz anders als das Autofahren zu Hause. Hallo! Ja, wir sind im Urlaub. Papa, warum rufen uns die anderen alle an? Ich glaube, sie sagen uns Hallo. Können wir auch Hallo sagen? Na klar geht das. Hallo! Die sind alle so freundlich hier. Die sind alle so freundlich hier. Ah, wir sind schon fast da. Ja, ich spüre schon, wie ich mich immer mehr entspanne. Teddy, ich habe Teddy im Flugzeug vergessen. Was? Wir müssen sofort zurück zu Teddy. Oh weh, da kommt ein Polizist. Herr Wachtmeister, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber es kommt bestimmt nicht wieder vor. Guten Tag. Ich bringe diesen jungen Bären zurück. Er wurde den Flugzeug vergessen. Oh, danke schön. Teddy! Schönen Urlaub wünsche ich. Wir sind da. Peppa und ihre Familie sind bei ihrem Ferienhaus angekommen. Was hast du bloß in diesem Koffer drin, Mama Wutz? Das sind alles wichtige Sachen für unseren Urlaub. Eine schöne Pflanze, unser Computer. Was zu essen, Wärmflaschen, ein paar Wintersachen, falls es mal kühler wird, das Telefon. Kommt, wir rufen Oma und Opa an. Oma und Opa Wutz passen auf Goldi den Fisch auf, solange Peppa im Urlaub ist. Glaubst du, wir geben Goldi genug Futter? Ich geb mal noch ein bisschen dazu. Hallo? Hallo, Oma. Kann ich bitte mal mit Goldi sprechen? Das ist Peppa, für dich. Ich vermisse dich auch, Goldi. Heute war ein langer Tag. Jetzt ist es Zeit fürs Bett. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Peppa und George sind schnell eingeschlafen in ihrem Ferienhaus. Ein Picknick im Outback. Peppa ist nach Australien gereist, um Katinka Känguru zu besuchen. Meint ihr, wir hätten Ihnen sagen sollen, dass wir kommen? Guten Tag, Herr Känguru. Oh, Herr Wutz, was für eine Überraschung. Sie hatten uns angeboten, vorbeizukommen, wenn wir mal in der Nähe sind. Oh ja, na klar. Katinka, guck mal, wer hier ist. Hallo, Peppa. Hallo, Katinka. Hallo, Schorsch. Kennst du noch meinen kleinen Bruder Konrad? Claudia.
Krokodil. Wir wollten gerade ein Picknick machen. Kommen Sie doch mit. Ja, ja bitte. Familie Känguru hat ein eigenes Flugzeug. Wow, ihr habt ein Flugzeug. Ja, wir fliegen zum Picknicken immer mit dem Flugzeug. Alles einsteigen. Seid ihr alle startklar? Ja. Dann geht's los. Und wo machen wir jetzt das Picknick? Unser Lieblingspicknickplatz ist im Outback. Oh. Mit dem Flugzeug fliegen wir, was für ein schöner Tag. Und dann gibt's ein Picknick, genau wie ich es mag. Unterwegs ins Outback, was für ein schöner Tag. Und dann gibt's ein Picknick, genau wie ich es mag. Ich liebe das Outback. Was ist das Outback? Wir fliegen gerade drüber. Oh, das sieht aus wie eine Wüste. Ist es auch. Aber für uns ist das Outback ein besonderer, magischer Ort. Willkommen an unserem Picknickplatz. Mit unserem ganz besonderen Picknickbaum. Es ist der einzige Baum hier. Boah, ist das heiß. Haben Sie vielleicht ein bisschen Wasser? Aber klar, wir brauchen alle Wasser. Wasser ist sehr wertvoll hier draußen im Outback. Also nicht... Erfrischend kühl. Verschwenden. Papa, du sollst es trinken und nicht damit rumspritzen. Ah. Schon okay. Jetzt machen wir ein schönes, traditionelles australisches Picknick. Das klingt wunderbar. Sollen wir Holz für das Lagerfeuer sammeln? Wir brauchen kein Holz. Wir haben doch Gas. Herr Känguru hat einen Gasgrill. Wenn wir zu Hause picknicken, kommt uns immer Frau Ente besuchen. Also hier kommt uns Frau Ente sicher nicht besuchen, mitten in der Wüste. Oh. Da kommt ein Schnabeltier. Uns kommt immer Frau Schnabeltier besuchen, wenn wir hier draußen ein Picknick machen. Essen ist fertig. Wer möchte gerne einen Maiskolben? Hurra! Peppa liebt Maiskolben. Alle lieben Maiskolben. Jetzt könnten wir etwas spielen. Gute Idee. Ich habe einen Cricketschläger. Oh, spielt ihr hier in Australien auch Cricket? Ob wir Cricket spielen? Wir sind die geborenen Cricketspieler. Kick-Kick. Und wie spielt man das? Man schlägt den Ball mit dem Schläger. Ah. Wenn er gefangen wird, ist man raus. Fertig, Papa. Du bist raus, Papa. Haha, du bist dran, Peppa. Guter Schlag, Peppa. Oh weh, der Ball ist im Baum gelandet. Hier gibt es weit und breit nur einen Baum. Und unser Ball steckt mittendrin. Wenn ich dich hochhebe, Peppa, kannst du den Ball vielleicht holen? Ein Teddybär hat unseren Ball gefunden. Das ist kein Teddybär, Peppa. Das ist ein Koala. Danke, Kumpel. Das ist das süßeste Tier, was ich je gesehen habe. Oh, Sie sind aber auch süß, Frau Schnabeltier. Sehr sogar. Also, liebe Leute, Zeit für den Heimweg. Ihr übernachtet heute bei uns zu Hause, Peppa. Yippie! Das war ein wunderschönes Picknick im Outback. Können wir morgen noch mal so eins machen? Wir können noch 1000 andere tolle Sachen machen, solange du hier bist, Peppa. Oh, supi! Gute Nacht! Gute Nacht! Peppa und Schorsch schlafen tief und fest nach ihrem ersten Urlaubstag bei Katinka Känguru. Ein Tag in Paris! Peppa besucht ihre Freundin Elena Esel in Paris. Sind alle abfahrbereit? Ja, Papa Wutz! Also Paris, wir kommen! Mama, wo ist denn Paris? Paris ist in Frankreich. Dahin müssen wir mit einer Fähre fahren. Was ist denn eine Fähre? Wirst du gleich sehen. Das ist die Fähre. Boah! Hier sind aber ganz schön viele Autos drin. Lasst uns lieber nach oben gehen und ein bisschen frische Seeluft schnuppern. Guck mal, Mama. Das Schiff schaukelt auf und ab. Ja, Peppa. Mama Wutz mag es nicht, wenn das Schiff schaukelt. Die frische Seeluft macht mich ordentlich hungrig. Wer möchte etwas essen? Nein, danke schön. Die Wellen werden größer. Hier, ich habe dir ein Brot mit Spiegeleiern mitgebracht. Oh. Land
Fähre ist in Frankreich angekommen. Denk dran, Papa Wutz. Sie fahren hier vielleicht anders als wir. Autofahren bleibt Autofahren, Mama Wutz. Siehst du, es funktioniert hier genauso wie bei uns. Hallihallo. Peppa und ihre Familie sind in Paris angekommen. Elena Esel und ihre Familie warten schon auf sie. Bonjour. Bonjour, Elena. Bonjour heißt guten Tag auf Französisch. Was wollen Sie sich hier am liebsten anschauen? Ich möchte mir einfach alles anschauen. Alles von Paris kann man sich nicht an einem Tag anschauen. Dann möchte ich das Richtige, das verborgene Paris anschauen. Das Paris, das die Touristen nicht zu sehen bekommen. Bravo, Herr Wutz. Sagen Sie mir, welchen Teil des richtigen, verborgenen Paris möchten Sie sich denn zuerst anschauen? Den Eiffelturm, wenn's geht. Ah, verstehe. Das ist der Eiffelturm. Oh, ist hier viel los. Wie voll es dann erst dort sein muss, wo die Touristen sind. Guck, Mama, da ist Frau Mümmel. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier auch noch arbeiten, Frau Mümmel. Excusez-moi, ich bin nicht diese Frau Mümmel. Ich bin Mademoiselle Lapin. Oh, das tut mir leid. Souvenirs, holen Sie sich hier Ihren Eiffelturm in klein. Der echte Eiffelturm ist aber wirklich groß. Können wir raufklettern? Das ist allerdings ziemlich hoch. Papa Wutz mag große Höhen nicht. Sorgen Sie sich nicht, Herr Wutz. Wir nehmen den Fahrstuhl. Alle hopp! Zum Glück habe ich das hinter mir. Oh nein, das war nur die erste Etappe. Als nächstes müssen wir die Treppen hochgehen. Wenn dir schwindelig wird, Papa Wutz, mach besser die Augen zu. Okay. Noch höher dürfen wir als Besucher nicht hinauf. Genießen wir die Aussicht. Oh! Diese Treppe nimmt einfach kein Ende. Oh je, Papa Wutz sieht nicht, wohin er geht. Er klettert höher und höher und höher. Was für ein herrlicher Blick über Paris. Es sieht toll aus. Ja, was sagen Sie dazu, Herr Wutz? Herr Wutz? Wo seid ihr denn bloß alle? Papa Wutz ist auf der höchsten Spitze des Eiffelturms. Halt dich fest, Papa Wutz! Ich werde den Rettungsdienst anrufen. Ich bin nicht diese Frau Mümmel. Ich bin Mademoiselle Lapin. Keine Sorge, Herr Wutz. Ich hole Sie da wieder runter. Oh, jetzt geht es ja noch viel höher. Was kannst du von da oben sehen? Also, ich sehe einfach alles. Mein Papa hat sich in Paris alles angeschaut. An einem Tag. Ein Picknick im Outback. Peppa ist nach Australien gereist, um Katinka Känguru zu besuchen. Meint ihr, wir hätten Ihnen sagen sollen, dass wir kommen? Guten Tag, Herr Känguru. Oh, Herr Wutz, was für eine Überraschung. Sie hatten uns angeboten, vorbeizukommen, wenn wir mal in der Nähe sind. Oh ja, na klar. Katinka, guck mal, wer hier ist. Hallo, Peppa. Hallo, Katinka. Hallo, Schorsch. Kennst du noch meinen kleinen Bruder Konrad? Claudia. Krokodil. Wir wollten gerade ein Picknick machen. Kommen Sie doch mit. Ja, bitte. Familie Känguru hat ein eigenes Flugzeug. Wow, ihr habt ein Flugzeug. Ja, wir fliegen zum Picknicken immer mit dem Flugzeug. Alles einsteigen. Seid ihr alle startklar? Ja. Dann geht's los. Unser Lieblingspicknickplatz ist im Outback. Oh! Mit dem Flugzeug fliegen wir, was für ein schöner Tag. Und dann gibt's ein Picknick, genau wie ich es mag. Unterwegs ins Outback, was für ein schöner Tag. Und dann gibt's ein Picknick, genau wie ich es mag. Ich liebe das Outback. Was ist das Outback? Wir fliegen gerade drüber. Oh, das sieht aus wie eine Wüste.
Ist es auch. Aber für uns ist das Outback ein besonderer, magischer Ort. Willkommen an unserem Picknickplatz. Mit unserem ganz besonderen Picknickbaum. Es ist der einzige Baum hier. Boah, ist das heiß. Haben Sie vielleicht ein bisschen Wasser? Aber klar, wir brauchen alle Wasser. Wasser ist sehr wertvoll hier draußen im Outback. Also nicht... Erfrischend kühl. Verschwenden. Papa, du sollst es trinken und nicht damit rumspritzen. Ah. Schon okay. Jetzt machen wir ein schönes, traditionelles australisches Picknick. Das klingt wunderbar. Sollen wir Holz für das Lagerfeuer sammeln? Wir brauchen kein Holz. Wir haben doch Gas. Herr Känguru hat einen Gasgrill. Wenn wir zu Hause picknicken, kommt uns immer Frau Ente besuchen. Also hier kommt uns Frau Ente sicher nicht besuchen, mitten in der Wüste. Oh. Da kommt ein Schnabeltier. Uns kommt immer Frau Schnabeltier besuchen, wenn wir hier draußen ein Picknick machen. Essen ist fertig. Wer möchte gerne einen Maiskolben? Hurra! Peppa liebt Maiskolben. Alle lieben Maiskolben. Jetzt könnten wir etwas spielen. Gute Idee. Ich habe einen Cricketschläger. Oh, spielt ihr hier in Australien auch Cricket? Ob wir Cricket spielen? Wir sind die geborenen Cricketspieler. Kick-Kick. Und wie spielt man das? Man schlägt den Ball mit dem Schläger. Ah. Wenn er gefangen wird, ist man raus. Fertig, Papa. Du bist raus, Papa. Haha, du bist dran, Peppa. Guter Schlag, Peppa. Oh weh, der Ball ist im Baum gelandet. Hier gibt es weit und breit nur einen Baum. Und unser Ball steckt mittendrin. Wenn ich dich hochhebe, Peppa, kannst du den Ball vielleicht holen. Ein Teddybär hat unseren Ball gefunden. Das ist kein Teddybär, Peppa. Das ist ein Koala. Danke, Kumpel. Das ist das süßeste Tier, was ich je gesehen habe. Oh, Sie sind aber auch süß, Frau Schnabeltier. Sehr sogar. Also, liebe Leute, Zeit für den Heimweg. Ihr übernachtet heute bei uns zu Hause, Peppa. Yippie! Das war ein wunderschönes Picknick im Outback. Können wir morgen noch mal so eins machen? Wir können noch tausend andere tolle Sachen machen, solange du hier bist, Peppa. Oh, Suppie! Gute Nacht! Gute Nacht! Peppa und Schorsch schlafen tief und fest nach ihrem ersten Urlaubstag bei Katinka Känguru. Das Wohnmobil! Peppa und Schorsch sind sehr aufgeregt, denn heute geht's in die Ferien. Oh, wo ist Papa? Er hat eine ganz besondere Überraschung für euch. Was ist das? Das ist ein Wohnmobil. Wir haben es für den Urlaub ausgeliehen. Dieses Wohnmobil hat einfach alles. Mit dem Knopf hier bedient man den Wasserhahn. Boah. Und mit diesem Knopf macht man den Fernseher an. Und wozu ist dieser Knopf gut? Ich bin mir nicht sicher. Wir drücken ihn besser nicht, bevor wir es wissen. Sind alle startklar für unsere Urlaubsreise? Ja, Mama Wutz. Dann geht's los. Wir fahren in die Ferien in unser Wohnmobil. Diese Karte ist etwas schwierig. Papa, wir dürfen uns nicht verfahren. Keine Sorge, Peppa. Ich bin Experte im Kartenlesen. Oh, das ist seltsam. Doch verfahren? Ja. Da kommt Opa Kleff mit Klausi Kleff. Hallo, Peppa. Hallo, Klausi. Wir haben uns verfahren. Wieso? Ist denn euer Navi kaputt? Navi? Du fährst doch das Wohnmobil T3200. Da ist dein Navi serienmäßig. Willkommen im Fahrzeug der Zukunft. Ah, dafür ist also dieser Knopf da. Wohin soll die Fahrt heute gehen? Das Wohnmobil kann ja sprechen. Ganz schön clever, oder? Die Computerstimme hilft euch, den Weg zu finden. Aber woher weiß sie denn überhaupt, wohin wir wollen? Du sagst es ihr. Hallo, liebe Frau Wohnmobil. Hallo.
Wir wollen in die Ferien fahren. Kannst du uns den Weg sagen? Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Danke für deine Hilfe, Opa Clef. Aber gerne. Genießt eure Ferien. Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Achtung, Achtung, das Öl ist fast leer. Was ist Öl? Öl hilft dem Motor zu laufen wie geschmiert. Und ist das Öl denn jetzt schon weg? Nein, diese Warnungen kommen immer lange im Voraus. Das Öl ist jetzt leer. Ach, herrje. Zum Glück habe ich noch eine Dose Öl als Reserve dabei. Sehr gut, Papa Wutz. Wir füllen einfach das Öl in den Motor und dann... Oh! Was ist los? Hier ist überhaupt nichts drin. Der Motor ist weg! Da kommen Frau Locke und Luzi Locke. Hallo, Luzi! Hallo, Peppa! Wir haben unseren Motor verloren. Euren Motor verloren? Ja! Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung von Motoren. Vielleicht irre ich mich ja, aber genau genommen sieht dieses Teil hier wie ein Motor aus. Ach ja, gut beobachtet, Frau Locke. Das Wohnmobil hat seinen Motor hinten. Fein, das sollte genügen. Danke sehr, Frau Locke. Gern geschehen und genießt eure Urlaubstage. Wann sind wir denn endlich da? Fahren Sie den nächsten Hügel hinauf, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hurra! Schlafenszeit. Wo schlafen wir denn? Mama Wutsch und ich schlafen hier auf diesem Bett. Oh! Und ihr zwei schlaft dort oben. Aber da oben ist doch gar nichts. Hoho! Schaut mal her. Das Wohnmobil kann sein Dach ausfahren. Im Wohnmobil wohnen wir genauso wie zu Hause. Während der Ferien ist es ja auch unser Zuhause. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Luisa Löffel. Wieder geht ein schöner Tag zu Ende. Peppa und Schorsch spielen mit ihren Freunden Luisa und Linus Löffel. Nach Hause, meine zwei Häschen. Oh, wir wollen aber noch weiterspielen, Mama. Vielleicht ja morgen. Können Peppa und Schorsch morgen zu uns zum Spielen kommen? Ja. Hurra! Warum muss Linus denn weinen? Er hat ein bisschen Angst, die Treppe runterzugehen. Warum? Wir haben keine Treppen bei uns zu Haus. Was? Keine Treppen? Ja, genau. Du siehst es ja morgen. Wiedersehen. Wiedersehen. Am Morgen besuchen Peppa und Schorsch Luisa Löffel. Mama Wutz kann fahren und ich lese die Karte. Bist du sicher, Papa Wutz? Wir verfahren uns immer, wenn du die Karte liest. Hoho, wir verfahren uns doch nicht. Na gut, seid ihr alle fertig? Ja, Mama Wutz. Also, los. Peppa und Schorsch sind sehr aufgeregt. Sie waren noch nie bei Luisa Löffel zu Hause. Papa, wann sind wir endlich da? Laut Karte ist Luisas Haus auf dem nächsten Hügel. Das kapiere ich nicht. Das Haus von Löffels müsste genau hier stehen. Dann sind wir falsch. Hier ist nur ein Garten mit Karotten. Wo mag Luisas Haus bloß sein? Hallo zusammen. Luisa! Kommst du mit in mein Kinderzimmer? Kinderzimmer? Aber wo ist denn euer Haus? Peppa kann Luisas Haus nirgendwo entdecken. Dieser Hügel ist unser Haus. Es ist ein Kaninchenbau. Oh! Ich zeige es euch. Bis später! Bis später! Kommt rein! Wir haben keine Treppen. Wir haben Tunnel. Boah! Luisas Haus ist ganz anders als das von Peppa. Das ist unser Kinderzimmer. Toll!
Du hast ein Bett, ein Fenster und eine Spielzeugkiste. Genau wie wir. Na klar. Ich mag dein Haus. Am liebsten wäre ich ein Kaninchen. Au ja. Ich bringe euch bei, wie ein Kaninchen zu sein. Ja, bitte. Zuerst muss man mit der Nase schnuppern und quieken. Wie ich. Squeak, squeak. Sehr gut, Peppa-Kaninchen und Schorsch-Kaninchen. Peppa ist gern ein Kaninchen. Schorsch ist gern ein Kaninchen. Kaninchen essen Möhren. Wie lecker. Miam, miam, miam. Mh, wie lecker. Schorsch mag keine Möhren. Er wird sie nicht einmal probieren. Oh, fein. Dann haben wir mehr. Luisa, was tun Kaninchen denn noch gern? Kaninchen hüpfen herum. Kommt mit raus, ich zeig's euch. Wir hüpfen. Kaninchen hüpfen gern. Ihr seid richtig gute Kaninchen. Mittagessen, Kinder. Herr und Frau Löffel haben gekocht. Luisa hat uns gezeigt, wie ein Kaninchen lebt. Dann wird es euch schmecken. Es gibt unsere Leibspeise. Möhren. Wie lecker. Wie lecker. Schorsch wird die Möhren nicht anrühren. Oh je, Schorsch. Ich dachte, du bist ein Kaninchen. Und Kaninchen mögen Möhren. Oh, Schorsch mag ja Möhren. Und das ist unsere Lieblingstorte, Möhrentorte. Hurra! Möhrentorte. Schorsch ist jetzt auch ein richtiges Kaninchen. Das Babyschweinchen. Peppa und Schorsch besuchen ihre Cousine Chloe. Heute seht ihr nicht nur Chloe, sondern auch euren neuen Cousin. Oh. Peppa und ihre Familie sind bei Chloe zu Hause angekommen. Hallo! Hallo zusammen! Hallo Peppa und Schorsch! Das ist Chloe, die große Cousine von Peppa und Schorsch. Aber wo ist unser neuer Cousin? Hier ist euer neuer Baby-Cousin. Oh! Der neue Cousin ist ein winziges Babyschweinchen. Wie zauberhaft. Ist es ein Babymädchen? Nein, es ist ein Junge. Oh, ich wünschte, es wäre ein Mädchen. Ich auch. Schorsch freut sich, dass das Baby ein Junge ist. Sausia. Ich glaube, das Baby ist zu klein, um mit Sauriern zu spielen. Schorsch, das Baby möchte nicht mit dir spielen. Es möchte mit mir spielen. Peppa, das Baby ist viel zu klein, um Ball zu spielen. Aber wenn es nicht mit einem Saurier oder einem Ball spielen kann, was kann es denn dann? Es isst und es schläft. Und macht sowas. Tante Wutz, darf ich das Baby mal halten? Ja, wenn du ganz vorsichtig bist, darfst du Alexander mal halten. Alexander? Ja, so heißt er. Baby Alexander. Was für ein großer Name für so ein kleines Baby. Es ist ganz niedlich, obwohl es ein Junge ist. Oh, was riecht hier so? Vielleicht muss Alexanders Windel gewechselt werden. Wie ekelhaft. Peppa, als Baby hast du auch Windeln getragen. Hab ich nicht. Mama, darf ich mit Peppa und Schorsch im Garten spielen? Ja. Chloe, ist es schön, einen Babybruder zu haben? Ja, Alexander ist sehr süß. Ich wünschte, Schorsch wäre so süß wie ein Babyschweinchen. Ich weiß was. Schorsch spielt unser Babyschweinchen. Er kann in meinen Puppenwagen. Das ist eine gute Idee. Nein. Schorsch möchte nicht das Baby sein. Schorsch, wenn du das Baby spielst, verspreche ich für immer und ewig, zu dir lieb zu sein. Schorsch denkt nach. Und du darfst mit meinen Sachen spielen. Schorsch denkt noch mehr nach. Und wenn wir zu Hause sind, darfst du auch mit meinen Sachen spielen. Schorsch
Schorsch ist einverstanden. Was für ein süßes kleines Babyschweinchen. Da sind Luzi Locke, Molly Mietze, Zoe Zebra und Luisa Löffel. Hallo. Was macht Schorsch denn im Puppenwagen? Das ist nicht Schorsch, das ist ein Babyschweinchen. Es ist wohl Schorsch. Schorsch spielt nur unser Babyschweinchen. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Er ist ein Mädchen. Nein. Schorsch möchte kein Mädchen sein. Na gut, es ist ein Junge. Ich habe hier Kekse. Möchte das Babyschweinchen auch einen? Oh nein, er darf keine Kekse. Schorsch liebt Kekse. Vielleicht bekommt er einen Keks. Oh, es ist ja so klug. Und noch so hübsch dazu. Und auch sehr lustig. Das beste Babyschweinchen überhaupt. Schorsch mag dieses Spiel. Da kommen die anderen mit Baby Alexander. Boah, ein richtig echtes Babyschweinchen. Ist das niedlich? Viel süßer als Schorsch. Oh je. Schorsch war gerne das Babyschweinchen. Oh, Schorsch, du bist doch immer mein Babyschweinchen. Sollen wir ein neues Spiel spielen? Wie wär's mit einer Dinosaurierjagd? Hilfe, wie schrecklich! Schorsch war gerne das Baby, aber am liebsten ist er Schorsch. Das Feuerwehrauto. Mama Wutz hat eine Feuerwehruniform an. Mama, warum hast du dich so verkleidet? Ich gehe zu einer Feuerwehrübung nur für Mütter. Ui! Ein guter Vorwand für eine Tasse Tee und ein Schwätzchen. So, was hast du denn heute vor, Papa Wutz? Ich habe ein wichtiges Treffen mit der Fußballmannschaft für Väter. Das sind doch nur große Jungs, die einen Fußball herumkicken. Also, wir wollten auch noch grillen. Da sind Herr Bulle, Herr Löffel, Herr Pony und Herr Zebra. Muh! Kann Papa Wutz rauskommen zum Spiel? Los geht's. Mama, dürfen wir das Feuerwehrauto angucken? Ja. Oh, prima. Das ist die Feuerwache von Frau Mümmel. Hallo, Papa und Schorsch. Wollt ihr mal das Feuerwehrauto sehen? Toll! Feuerauto! Es hat eine Leiter zum Klettern, einen Schlauch zum Wasserspritzen und eine große Glocke zum Bimmeln. Ding, dong, ding, dong. So, jetzt gehen wir nach oben und halten Ausschau nach einem Feuer. Hallo zusammen! Hallo Peppa! Hallo Schorsch! Wie wär's mit einer Tasse Tee und einem Schwätzchen? Das klingt fein. Ui, ein Telefon. Peppa, das ist das Feuerfon. Es darf nur benutzt werden, wenn es brennt. Ah, Feuer, Feuer! Hier, Feuerwache, wo brennt es? Wo brennt es denn? Kann ich bitte mit Mama Wutz sprechen? Oh, es ist Papa Wutz. Papa Wutz? Du darfst nicht auf diesem Telefon anrufen. Es ist nur für Notfälle. Es ist doch auch ein Notfall. Ich kann das Tomatenketchup nirgendwo finden. Papa Wutz, soll ich vielleicht mal den Grill anmachen? Ja, bitte, Herr Löffel. Seid ja vorsichtig mit dem Grill, Papa Wutz. Keine Sorge, Mama Wutz. Wir Väter wissen doch alles über das Grillen. Tschüss. Vielleicht brauchen wir noch mehr Kohle. Da muss man mal ein bisschen pusten. Schmeiß noch ein paar Grillanzünder drauf. So, jetzt warten wir nur noch auf ein Feuer. Und wie lange müssen wir warten? Oh, das könnte lange dauern. Ich warte schon ewig. Wie viele Feuer haben Sie eigentlich schon gelöscht, Frau Mümmel? Keins. Kein einziges. Aber man muss immer bereit sein. Es ist das Feuerfon. Kannst du bitte drangehen, Peppa? Wahrscheinlich ist es wieder dein Papa. Okay. Hallo, hier Feuerwache. Hallo, Peppa. Oh, Papa, du schon wieder. Du bist sehr ungezogen. Das Feuerfon ist nur für Notfälle. Gibst du mir mal Frau Mümmel, bitte? Sei doch so lieb. Papa will mit Ihnen sprechen. Hallo, Papa Wutz.
Dieses Telefon ist reserviert für den Alarm bei... Feuer! Feuer! Oh weh, der Grill von Papa Wutz steht in Flammen. Feuer! Feuer! Die Mütterfeuerwehr rückt aus! Hui! 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 Festhalten! Hui! Hui! Da kommt Frau Mümmels Feuerwehrauto. Hurra! Zur Seite, Papas! Mama Cliff, Kommando Wassermarsch. Ei, ei, Mama Wutz. Das Feuer ist gelöscht. Hurra! Danke für die Rettung, Frau Mümmel. Kein Problem. Das gehört alles zum Service. Zum Service der Mütterfeuerwehr. Und jetzt, wo die Mütterfeuerwehr unseren Garten unter Wasser gesetzt hat, können wir alle zusammen in den Matschepfützen herumspringen. Ja! Ich liebe Feuerwehrautos. Ganz besonders, wenn sie Matschepfützen machen. Die Ritterburg. Heute machen Peppa und Schorsch einen Ausflug zu einer Ritterburg. Was machen wir denn in der Ritterburg, Mama? Schauen wir doch mal, was im Reiseführer steht. Ist die Ritterburg spannend oder ist sie langweilig? Sie ist spannend. Gibt es da auch Ritter mit Rüstungen? Schorsch liebt Ritter mit Rüstungen. Jetzt wart mal ab, Schorsch. Vielleicht sehen wir sogar einen Drachen. Na, aber keinen echten Drachen. Ja, Papa. Drachen gibt es nur in Büchern. Aber nicht in Wirklichkeit. Peppa und ihre Familie sind an der Ritterburg angekommen. Willkommen zur Burgführung. Auto abstellen auf eigene Gefahr. Was soll das bedeuten, Papa? Ach, nichts, Peppa. Das ist immer so auf Parkplätzen. Zur Ritterburg geht's da entlang. Dort werden Sie von einem Ritter in Rüstung erwartet. Hallo. Es ist Herr Löffel. Er trägt eine Ritterrüstung. Unsere Burgführung beginnt hier, an der Kanone. Oh! Vor langer Zeit hat man mit dieser Kanone schwere Kanonenkugeln hoch in die Luft geschossen. Papa, feuert er wirklich die Kanone ab? Nein, das wäre ja gefährlich. Also feuern wir die Kanone ab. 5, 4, 3, 2, 1, Feuer! Das war fast auf unser Auto. Wie gesagt, Auto abstellen auf eigene Gefahr. Und weiter geht's mit der Führung. Freuen Sie sich auf die Geheimnisse der Ritterburg. Und genießen Sie ein echt mittelalterliches Festmahl. Oh, ein richtig mittelalterliches Festmahl. Das klingt ganz köstlich. Und dann kommt der Drache. Hier ist der königliche Thronsaal, wo König und Königin ihren Platz hatten. Oh. Möchtet ihr euch mal hinsetzen? Schorsch kann König sein und ich bin eine strenge Königin. Tu dies, tu das. Eure Majestäten, darf ich die Führung fortsetzen? Ja, dürfen Sie. Wir werden nun durch einen Geheimgang gehen. Aber dafür müssen wir diesen Geheimgang erstmal finden. Normalerweise können solche Geheimgänge mit einem streng geheimen Knopf geöffnet werden. Ich glaube, dieser rote Knopf ist es nicht, Schorsch. Das wäre zu offensichtlich. Oh! Ja, der Knopf war eher leicht zu finden. Das macht Spaß! Der Geheimgang führt direkt in den Speisesaal. Wow! Das muss das mittelalterliche Festmahl sein. Ja, und es sieht wirklich köstlich aus. Das ist ja alles aus Plastik. Ja, um zu zeigen, wie ein richtiges Festmahl ausgesehen hätte. Oh. Aber natürlich bekommen Sie als Gäste unserer Führung selbstverständlich ein echtes Mittelalter-Festmahl. Fantastisch! Hier bitte sehr, Ihr Festmahl zum Mitnehmen. Mittelaltes Käse-Sandwich, Hofnarr Gürkchen und Königswackelpudding. Das ist ja wie ein kleiner Picknickkorb. Ja, nicht ganz das mittelalterliche Festmahl, das ich erwartet hatte. Und nun ist die Zeit für den Drachen gekommen. Schorsch, das ist aber kein echter Drache. Die gibt es nämlich gar nicht.
Ja, seid nicht enttäuscht, wenn es nur Frau Mümmel ist mit einer kleinen Handpuppe. Oh! Frau Mümmel hat einen riesigen Roboterdrachen. Wollt ihr, dass ich ihn Feuer spucken lasse? Ja, bitte! Ich bringe ihn schnell auf den Parkplatz. Oh, aber da steht doch unser Auto. Noch ein Grund, warum wir sagen, Auto abstellen auf eigene Gefahr. Und damit ist die Führung zu Ende. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Ich glaube, das war für Schorsch der beste Ausflug aller Zeiten. Schorsch liebt Ritterburgen. Alle lieben Ritterburgen. Der Boomerang. Der Urlaub mit Katinka Känguru ist zu Ende. Wollt ihr Kinder nicht lieber im Garten spielen, solange wir packen? Okay, Mama. Dieser Urlaub ist der allerbeste. Es war so schön mit euch, Peppa. Ich wünschte, wir müssten nicht wieder nach Hause fahren. Sei nicht traurig. Ich habe ein Abschiedsgeschenk für dich. Oh, ist es eine Banane? Nein. Saudi, ja? Nein. Es ist ein Ding. Ja, aber es ist nicht irgendein altes Ding. Es ist ein Boomerang. Ein Boomerang? Boomerangs sind etwas ganz Besonderes. In Australien gibt's die seit uralten Zeiten. Wow, danke schön, Katinka. Was macht man denn damit? Wir spielen, werfen und fangen. Wie mit einem Ball? So ähnlich. Nur wenn du einen Boomerang wirfst, kommt er zu dir zurück. Das geht doch gar nicht. Ich sag doch, dass das nicht geht. Du musst ihn noch fester werfen. Schorsch, probier du's doch mal. Oh, es funktioniert nicht. Ihr werft ihn einfach nicht richtig. Wirf ihn doch mal ganz fest. Was? So vielleicht? Passen Sie auf! Wow. Ja, ich hab ihn. Der Boomerang ist wieder zu Peppa zurückgeflogen. Was hast du da? Das ist ein Boomerang, Papa. Ah, ja. Du musst ganz feste werfen, dann kommt er wieder zurück. Herr Wutz, ich zeig Ihnen das mal. Schauen Sie her. 1, 2, 3, los! Und wann kommt er zurück? Oh. Haltet die Augen offen, Kinder. Wir müssen den Boomerang wiederfinden. Ich fürchte, wir haben ihn gefunden. Hallo. Das ist Herr Wallaby, der nächste Nachbar von Herrn Känguru. Hallo, Herr Wallaby. Ich habe gerade die Kinder gezeigt, wie man Boomerang wirft. Tut mir leid mit Ihrem Fenster. Kein Problem, Kumpel. Was ist schon eine kaputte Fensterscheibe unter Freunden? Herr Wallaby ist ein sehr netter Nachbar. Passen Sie nächstes Mal besser auf. Danke. Wie ich schon sagte, so einen Boomerang muss man richtig feste werfen. Gut. So etwa? Sehr gut, Papa. Er kommt zurück. Da kommt er. Da kommt er. Wir müssen ihn fangen. Ach, daneben. Oh nein. Der Boomerang hat noch ein Fenster kaputt gemacht. Also, wir gehen da mal lieber, solange noch ein Fenster heil ist. Wieso? Jetzt will ich es auch mal probieren. Zeigen wir Ihren Gästen mal, wie man einen Boomerang schleudert. Danke, Herr Wallaby. Ach, keine Ursache. Dafür sind Nachbarn doch da. Also, der Trick ist, man muss den Boomerang mehr aufrecht werfen. Genau so. Oh. Sehr gut, sehr gut. Das ist ein guter Wurf. Da kommt er. Sehr gut, sieht gut aus. Oh nein, fangt ihn auf. Oh weh. Der Boomerang hat noch ein Fenster kaputt gemacht. So, wir sollten jetzt aber wirklich mal abhauen. Brauchen Sie Hilfe mit Ihren Scheiben? Nee, kein Problem, Kumpel. Diesmal war es meine Schuld. Herr Wallaby ist wirklich ein sehr netter Nachbar. Man sieht sich. Wiedersehen. Wiedersehen. Wo wart ihr denn? Ein bisschen Boomerang werfen, weißt du? Alle Fenster von Herrn Wallaby sind kaputt. Wir hatten viel Spaß. Stimmt's, Kinder? Ja! Es war sehr, sehr schön mit euch, Peppa. Wir fanden es auch toll. Hab ich recht, George?
Vergiss dein Abschiedsgeschenk nicht. Oh ja, der Boomerang. Dankeschön. Komm bald mal wieder. Das mache ich, genauso wie der Boomerang. Peppa hatte den besten Urlaub aller Zeiten bei Katinka Känguru. Elena Esel. Hallo, Papa Wutz am Apparat? Monsieur Wutz, comment allez-vous? Oh, das Telefon ist kaputt. Que t'en fait-il en Allemagne? Il y a la pluie ou le soleil? Siehst du? Das Telefon redet Unsinn. Allô, comment allez-vous? Allô, monsieur? Est-ce que Elena peut rester un jour? Oui. Elle est dans le train. Au revoir. Das war Monsieur Esel. Er spricht Französisch. Ah, hab ich mir gedacht. Mama, was hat Monsieur Esel denn zu dir gesagt? Er hat gefragt, ob Elena uns besuchen kann. Oh, prima! Elena Esel ist eine ganz besondere Freundin von Peppa. Sie wohnt in Frankreich. Elena kommt zu uns, um Deutsch sprechen zu üben. Juhu! Wir müssen uns beeilen. Elenas Zug kommt gleich an. Endstation! Alle aussteigen! Da ist Elenas Zug! Elena! Bonjour! Bonjour ist Französisch und heißt guten Tag. Bonjour! Bonjour! Bonjour, Monsieur Esel! Liebe Güte, ist der Riesenkoffer von Elena? Ja, Elena hat ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Lauter Dinge, die es hier nicht gibt. Käse, Brot, Tomaten, Wasser. Au revoir, Elena. Ich komme dich morgen Abend wieder abholen. Wo soll ich Elenas Gepäck hinbringen? In mein Zimmer, nach ganz nach oben im Haus. Oh. Und das ist dein Gepäck für nur eine Übernachtung? Oh ja, yeah. Deshalb ist es ja auch nur ein ganz kleiner Koffer. Oh. Also Elena ist ja hier, um Deutsch zu üben. Wir müssen ihr alle dabei helfen. Ja klar, Mama. Zuerst muss ich mich entschuldigen, dass ich noch nicht gut Deutsch spreche. Oh, du sprichst nicht so schlecht. Das ist sehr nett, Monsieur Wutz. Aber darf ich Ihnen eine Frage zur deutschen Sprache stellen? Aber natürlich. Ich bin Experte für Sprache. Frag nur. Sind Infinitive eine Form unregelmäßiger Verben oder intransitiven Pronomen? Es ist ja wirklich schon spät. Sollen wir nicht Elenas Bett machen? Mama, Mama, kann Elena nicht in meinem Bett schlafen mit einem Kissen an jeder Seite? Gute Idee, Peppa. Peppa und Elena schlafen im selben Bett mit einem Kissen an jeder Seite. So, Kinder, versucht zu schlafen. Morgen wird ein aufregender Tag. Elena geht mit in eure Spielgruppe. Boah, dormez bien. Dormez bien ist Französisch und heißt schlaft gut. Ich bin noch gar nicht müde. Wir können ja was singen, um müde zu werden. Ja! Frère Jacques, dormez-vous, sonne les matines. Sonne bei dem schönen matines. Französischen Lied schlafen alle ein. Ding, dong, dong. Elena geht heute mit in Peppas Spielgruppe. Madame Gazelle, das ist meine französische Freundin, Elena Esel. Bonjour. Ah, bonjour, Elena. Elena hat gestern ein sehr schönes französisches Lied gesungen. Können wir ihr nicht eins von uns beibringen? Wie wär's mit dem Bing-Bong-Song? Ja. Singt mir das Bing-Bong-Lied vor. Es ist gut für mein Deutsch. Mais oui. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bu. Bong, Bing, Bu. Bing, Bong, Bing. Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Bu. Habe ich viele neue Wörter gelernt. Bing, Bong, Bingeli, Bongeli, Bu. Das Haus von Madame Gazelle. Peppa und ihre Familie besuchen Madame Gazelle. Hallo, Madame Gazelle.
Gazell. Hallo alle miteinander. Kommt rein, kommt rein. Oh! Oh! Ihr Flur ist eine richtige Rutsche, Madame Gazell. Ist das extra so gebaut? Nein, das Haus ist einfach zu alt. Alles hier drin ist irgendwie krumm und ein bisschen schief. Ja, ja, heute ist alles krumm und schief, aber es hat nicht immer so ausgesehen. Seit wann ist Ihr Haus denn so krumm und schief, Madame Gazell? Oh, ich weiß nicht, seit einer Ewigkeit. Inzwischen hat es auch überall Risse bekommen. Vielleicht sollte man Ihr Haus mal renovieren. Reicht es nicht, die Wände zu tapezieren und zu streichen? Dazu hat mir mein Handwerker geraten. Darf ich mir mal die Außenwände anschauen? Ja, was ist das? Ups, das ist mein kleines Weihnachtsbäumchen. Das ist doch nicht klein, das ist groß. Es ist ja auch schon ein sehr alter Weihnachtsbaum. Es war einmal ein kleiner Babybaum mit einer Fee auf der Baumspitze. Als Weihnachten vorbei war, wollte ich ihn nicht wegschmeißen. Deshalb habe ich ihn in den Garten gepflanzt. Ihr Babybaum ist so sehr gewachsen, dass er das Haus einfach verdrängt. Darum ist jetzt das ganze Haus total krumm und schief. Oh je, aber was machen wir denn jetzt? Ich rufe Herrn Bulle an. Hallo? Herr Bulle. Hier steht ein großer Baum, den Sie sich anschauen müssen. Ich komme sofort. Also, wo steht denn dieser Baum? Hier steht er. Da haben Sie aber ein Prachtexemplar von Baum, Madame Gazell. Starke Wurzeln. Ja, aber der Baum stößt bald das Haus um. Oh ja, dann hauen wir ihn um. Oh je, mein armer Baum. Stopp! Da oben hat sich etwas im Baum bewegt. Es war bestimmt ein kleines Tier. In diesem Fall muss ich mir das anschauen. Bevor Herr Bulle den Baum fällen darf, muss er sicher gehen, dass kein Tier darin lebt. Aha! Herr Bulle hat ein Vogelnest gefunden. Nicht zu glauben! Da nisten kleine Vögelchen in ihrem Baum, Madame Gazell. Darf ich die Vögelchen auch mal sehen? Okay, Peppa, dann müssen wir aber nach oben gehen. Oh, sind die aber niedlich. Ich glaube, weiter oben gibt's noch mehr zu sehen. Schaut euch das an. Sumsebienchen. Ich schau mal, wer da noch ist. Aha, schaut euch das an. Es ist eine Eule. Oh, ich glaube, ich sehe da noch etwas. Es geht weiter aufwärts. Aha, Sie haben Fledermäuse, Madame Gazell. Ah, die habe ich sehr gern, denn sie erinnern mich so an meine alte Heimat. Und was haben wir hier? Meinen Weihnachtsschmuck. Mit einer Fee. Die kleine Fee. Mit der habe ich vor all den Jahren die Baumspitze geschmückt. Das ist vielleicht ein herrlicher Baum und er ist für so viele kleine Tiere ein Zuhause. Ja, dieser Baum darf auf keinen Fall gefällt werden. Hurra! Moment, wenn der Baum bleibt, was wird denn aus meinem Haus? Naja, eines Tages wird das Haus umfallen. Aber ich brauche ein Haus zum drin wohnen. Oh! Ha, ich habe eine Idee. Wir setzen Ihr Haus einfach in den Baum. Herr Bulle, den Kran, bitte. Bin sofort da! Es ist ein Baumhaus! Ja, es ist einfach ganz wunderbar. Ich wollte nämlich schon immer gern in einem Baumhaus wohnen. Dankeschön, alle zusammen. Hurra! Madame Gazell liebt Baumhäuser. Alle lieben Baumhäuser. Der Piratengeburtstag. Klausi Kleff hat heute Geburtstag und er macht eine Party. Ha, ha, ha. Alle sind als Piraten verkleidet. Ho, ho, ho. Pedro Pony ist als Cowboy verkleidet. Hüja! Ahoi auch, ihr Landratten! Das ist Opa Kleff, verkleidet als Pirat. Hallo, Opa Kleff. Nenn mich Captain Kleff. Hallo, Captain Kleff.
Welchen von euch kaputt gebeutelten Piraten dürstet es nach gehörigem Klabauter auf rauer See? Warum redet er so komisch? Das ist Piratensprache. Wer von euch feiern will wie ein Pirat, sagt Harr! Ist es ein gefährliches Spiel? Nein, Pedro. Opa Clef hat mir versprochen, dass es ein ganz harmloses Spiel ist. Oh. Aber es wird aufregend. Also spielt ihr mit? Dann lauscht meinem Plan. Einst hatte ich einen großen Haufen Gold rechtmäßig gestohlen, aber ich wurde beraubt von einem Captain Wook. Was? Piratensprache ist ein bisschen schwer zu verstehen. Captain Wook stahl meinen Schatz. Oh! Wisst ihr, Captain Wook ist ein furchterregender Pirat. Einige von euch kennen ihn unter seinem Decknamen. Opa Wutz. Ah, Opa Wutz. Der Plan ist, aus Captain Wooks Versteck meinen Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hurra! Alle sind begeistert davon, Pirat zu spielen. Hallo, Opa Wutz. Wir sind unterwegs. Vortrefflich. Vortrefflich. Opa Wutz und Polly Piepmatz bewachen den Piratenschatz. Möge die schwarze Galeone schnell und der Rückenwind mit uns sein. Was heißt das denn? Alle Mann zum Boot. Ho, ho, ho. Ja. Und stopp, zieht eure Schwimmwesten an. Auf dem Boot von Opa Clef müssen alle Kinder eine Schwimmweste tragen. Dieser lausige Captain Clef sollte längst hier sein. Hier ist eine schöne Tasse Tee, Opa Wutz. Oh, danke, Oma Wutz. Na, endlich! Sind jetzt alle soweit? Herr Captain Clef, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich auch! Ich auch! Ich auch! Ich auch! Und ich! Wo bleiben die denn so lange? Hallo, Opa Clef? Ich dachte, ihr wärt schon längst unterwegs. Ja, ja, wir sind fast da. Ich musste nur noch die Mannschaft zusammentrommeln. Ankerlichten! Volle Segel! Piraten sind wir nie, und stechen wir in See und holen uns den Schatz. Mein Zauber, heut, Juchi! Land in Sicht! Die Kinder sind am Garten von Opa Wutz angekommen. Der Plan ist, den Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hip, hip, hurra, Piraten! Psst, Mama! Ich hoffe, dass keine Piraten hier sind. Die haben es nämlich auf meinen schönen Schatz abgesehen. Peppa und ihre Freundin holen den Schatz, ohne erwischt zu werden. Es sind Schokoladentaler. Alle lieben Schokoladentaler. Lecker, lecker, lecker. Aha, hab ich dich. Opa Clef ist erwischt worden. Du wolltest mir wohl meinen Schatz klauen, Schurke. Das ist meiner, ich hab ihn rechtmäßig gestohlen. Oh nein, hast du nicht. Doch, hab ich wohl. Danke, Captain Wook und Captain Clef, für das schöne Piratenspiel. Oh, bitte, gern geschehen. Oh ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Klausi. Das ist der beste Piratengeburtstag von allen. Der Fahrradausflug. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa und Schorsch frühstücken gerade. Heute ist ein guter Tag für einen Fahrradausflug. Ein Fahrradausflug! Juppie! Peppa und Schorsch lieben es, Fahrrad zu fahren. Peppa hat ihr Fahrrad. Schorsch hat sein Dreirad. Mama und Papa haben ihr Tandem. Was ist das? Das ist unser Fahrrad. Ich sitze hier vorne und Mama Wutz sitzt da hinten. Und wir können noch diese Sitze dran machen für Peppa und Schorsch. Aber wir möchten lieber mit unseren eigenen Rädern fahren. Schorsch ist ein bisschen zu klein. Seine Beine werden sehr schnell müde. Aber ich bin ein großes Mädchen und werde nicht müde. Es wird ein langer Ausflug, Peppa. Bist du sicher? Ja, Papa, ganz sicher. Na gut, sind alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Hui, ich gewinne.
Das ist doch kein Rennen, Peppa. Das ist ein gemütlicher Fahrradausflug. Ja, Papa, aber ich gewinne immer noch. Jetzt gewinnen wir aber. Ich mag es nicht, bergauf zu fahren. Peppa, wir haben gewonnen. Nein, habt ihr nicht, Papa. Ich habe ja diesmal gar nicht mitgemacht. Aber jetzt wieder. Mich kriegt ihr nicht. Du freches kleines Schweinchen. Hallo, Enten. Wir machen einen Fahrradausflug. Hallo, Enten. Ach, ich hatte vergessen, wie sehr ich Fahrradfahren liebe. Oh, ich hatte vergessen, wie sehr ich es hasse, bergauf zu fahren. Das Gelände ist ziemlich steil. Ich mag es nicht, bergauf zu fahren. Aber seht doch mal die schöne Aussicht. Oh, du liebe Güte, ist das anstrengend. Mama Wutz, du trittst ja gar nicht. Oh, entschuldige, Papa Wutz, ich hab die Aussicht genossen. Peppa und ihre Familie sind oben auf dem Hügel angekommen. Alle Freunde von Peppa sind auch da. Hallo, Peppa. Hallo. Wir wollen mit unseren Rädern ein Rennen machen. Peppa, fährst du beim Rennen auch mit? Oh ja, aber nur, wenn wir bergab fahren. Ja, gut. Peppa und ihre Freunde machen ein Wettrennen den Hügel hinab. Seid ihr alle fertig? Fertig! Ihr fahrt los, wenn ich hiermit hupe. Wie jetzt? Hui. Pedro ist zu früh losgefahren. Stopp, Pedro! Das Rennen hat noch nicht angefangen. Entschuldigung, Herr Wutz. Ich wollte euch doch nur zeigen, wie die Hupe klingt. Nämlich so. Hui! Stopp! Stopp! Entschuldige, Pedro. Diesmal war es mein Versehen. Wenn ich jetzt das nächste Mal hupe, könnt ihr los. Hat er gesagt los? Ich glaube, ja. Los, los, los! Fahr los, Peppa. Aber Papa, du hast doch noch gar nicht gehupt. Klausi Kleff fährt vorne weg. Wartet auf mich! Hui! Ich gewinne! Gut gemacht, Peppa! Ja, ich bin sehr gut im Bergabfahren. Für Peppas Freunde wird es Zeit, nach Hause zu fahren. Wiedersehen, Peppa! Wiedersehen! Für uns wird es auch Zeit, Peppa. Mami, ich bin aber müde. Das ganze Bergauf- und Bergabfahren hat meine Beine ganz müde gemacht. Darf ich bei euch mitfahren? Aber wo soll Papa Wutz dann sitzen? Papa kann mein Rad haben. Es ist sehr schön. Oh, na gut. Ich liebe das Tandem. Papa, magst du mein Fahrrad auch? Ja, Peppa. Es ist sehr schön. Im Büro von Papa Wutz. Heute ist ein besonderer Tag. Peppa und Schorsch fahren mit Papa Wutz in sein Büro. Papa, was machst du so den ganzen Tag in deinem Büro? Lauter lustige Dinge. Ich zeig's euch. In diesem Bürohaus arbeitet Papa Wutz. Wir sind da. Hurra! Ja? Hallo, hier ist Papa Wutz. Hallo, Papa Wutz. Darf ich auch mal da drauf drücken? Hoho, na klar, Peppa. Ja? Ich bin's. Hallo, du Ich. Komm rein. Mein Büro ist im obersten Stock. Wir fahren mit dem Aufzug. Darf ich den Knopf drücken? Ich glaube, Schorsch ist mal dran. Drück den obersten Knopf, Schorsch. Oh. Der Lift fährt mit Peppa, Schorsch und Papa Wutz bis zum obersten Stockwerk. Ui. Oberstes Stockwerk. Türen öffnen automatisch. Das ist das Büro von Papa Wutz. Hallo alle zusammen. Hallo, Papa Wutz. Hallo, Papa Wutz. Herr Löffel und Frau Mietze sind Kollegen von Papa Wutz. Heute habe ich zwei ganz besondere Besucher mitgebracht. Peppa und Schorsch. Wir sind sehr geehrt. Jetzt beginnt die Führung. Herr Löffel, können wir an Ihrem Platz beginnen? Mit dem größten Vergnügen.
Meine Arbeit dreht sich hauptsächlich um Zahlen. Ich nehme überaus wichtige Schriftstücke, wähle den entsprechenden Stempel und stempel sie damit ab. Boah! Was für einen tollen Beruf Herr Löffel hat. Darf ich auch einmal stempeln? Na klar, ich hol dir schnell Papier. Hier ist doch Papier. Vielleicht nehmen wir lieber etwas leeres Papier. Hier, bitte sehr. Peppa stempelt gerne Papier. Ich mag Ihre Arbeit, Herr Löffel. Weiter geht's mit der Führung. Nächste Station, der Platz von Frau Mietze. Miau. Hallo, Peppa und Schorsch. Hallo. Meine Aufgabe ist es, Muster in den Computer einzugeben. Oh. Dann drucke ich die Muster aus. Hui. Und hier ist noch eine Kopie. Dankeschön. Frau Mietze hat aber eine schöne Arbeit. Darf ich mal probieren? Mir scheint, Schorsch möchte auch mal. Du hast recht, Schorsch. Jetzt bist du mal mit Arbeiten dran. Schorsch tippt blaue Dreiecke. Jetzt drucken wir sie aus. Ich mag Ihre Arbeit, Frau Mietze. Haha, wollen wir jetzt meinen Platz anschauen? Ja, bitte. Das ist der Schreibtisch von Papa Wutz. Meine Arbeit ist wirklich kompliziert. Ich berechne das kleinste gemeinsame Vielfache und ermittle den größten gemeinsamen Teiler. Die Arbeit von Papa Wutz scheint sehr wichtig zu sein. Hast du denn dafür auch Stempel? Nein. Hast du denn dafür einen Computer? Nein, aber ich brauche dafür Buntstifte. Papa, dürfen wir mit deinen Buntstiften malen? Gute Idee. Peppa und Schorsch malen gern mit Buntstiften. Ich male ein Haus. Schorsch malt wieder mal einen Dinosaurier. Schorsch malt immer Dinosaurier. Saurier. Meine Güte, es ist schon 5 Uhr. Jetzt ist Feierabend. Ich muss schon sagen, was für ein fabelhaftes Haus. Und ein grausiger Dinosaurier. Schorsch und ich haben die Arbeit von Papa gemacht. Und noch dazu ganz besonders gründlich. Ich mache gern Herrn Löffels Arbeit und ich mache gern Frau Mietzes Arbeit. Aber Papas Arbeit gefällt mir am allerbesten. In der Bücherei. Es ist Schlafenszeit. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, Schorsch. Kannst du uns bitte noch was vorlesen? Na gut. Ich nehme mal das Rote Affe-Buch. Aber du liest uns immer dasselbe vor. Der rote Affe geht in die Badewanne, putzt sich die Zähne und geht ins Bett. Ja, genau davon handelt es. Wir können noch mal was anderes lesen. Der blaue Tiger, die grüne Spinne, der orange Pinguin. Oh, wie heißt das denn? Beton mischen für den Hausgebrauch. Das habe ich überall gesucht. Ist das dein Buch, Papa? Nein, ich habe es mir in der Bücherei ausgeliehen. Was ist denn eine Bücherei? Da kann man sich etwas zum Lesen ausleihen. Und wenn man damit fertig ist, bringt man es zurück. Was Papa Wutz bei diesem Buch offenbar vergessen hat. Tja, ich habe es tatsächlich schon sehr lange. Nicht schlimm, du kannst es ja morgen zurückbringen. Und ihr geht jetzt schlafen. Aber nur, wenn Papa noch aus dem Buch vorliest. Das ist aber eigentlich keine Gute-Nacht-Geschichte. Bitte, Papa, lies es vor. Okay. Beton mischen für den Hausgebrauch. Beton ist ein Baumaterial, hergestellt aus Sand, Wasser und chemischen Zusatzstoffen. Kapitel 1. Sand. Peppa, Schorsch und Mama Wutz sind eingeschlafen. Es ist morgen. Peppa und ihre Familie fahren zur Bücherei. Boah! Hier stehen aber viele Bücher! Sch, Peppa! In einer Bücherei muss man leise sein. Warum? Weil die Leute zum Lesen hierher kommen und dabei wollen sie Ruhe haben. Der Nächste, bitte! Frau Mümmel ist die Bibliothekarin. Hallo, Mama Wutz! Möchten Sie diese Bücher zurückgeben? Ja, Frau Mümmel. Immer her damit!
Warum macht der Computer so ein Geräusch? Er schaut nach, ob vielleicht jemand schusselig war und ein Buch zu lange behalten hat. Ich fürchte, ich habe dieses Buch tatsächlich ein bisschen zu lange behalten. Keine Sorge, Papa Wutz. So schlimm wird es wohl nicht sein. Was? Papa Wutz, Sie haben dieses Buch ja schon seit 10 Jahren. Schusseliger Papa. Entschuldigung, Frau Mümmel. Geht schon in Ordnung. Jetzt können Sie sich ein neues ausleihen. Frau Mümmel, dürfen Schorsch und ich uns jetzt auch ein Buch ausleihen? Gern. Die Kinderbuchabteilung ist hier drüben. Oh, guck mal. Über Feen, Blumen, Prinzessinnenkleider. Hallo, Peppa. Oh, hallo, Klausi. Ich leihe mir ein Buch über Fußball. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Ich leihe mir ein Buch über Krankenschwestern. Schorsch hat sich ein Buch über Dinosaurier ausgesucht. Claudia. Guck mal, was ich gefunden habe. Betonmischen Band 2 für Fortgeschrittene. Hier ist ein roter Affe-Buch. Nein, bloß nicht das rote Affenbuch. Das ist so öde. Das ist aber eine andere Geschichte. Sie ist vielleicht spannender. Ist sie bestimmt nicht. Also, es war einmal ein lustiger roter Affe. Er nahm ein Bad, putzte sich die Zähne und ging ins Bett. Nein, er flog zum Mond mit einer Rakete. Oh! Er machte Picknick mit einem Dinosaurier, tauchte hinab ins Meer und kletterte auf den höchsten Berg hinauf. Das war ein toller Tag. Ende. Boah, lies es nochmal. Wir können es ja ausleihen und zu Hause nochmal lesen, Peppa. Aber eigentlich wollte ich mir schon dieses Buch hier ausleihen, oder dieses hier. Wenn du möchtest, kannst du auch 3 Bücher ausleihen, Peppa. Yippie! Aber vergiss bitte nicht, sie rechtzeitig zurückzubringen. Ja, Frau Mümmel. Und Sie müssen Ihr Buch diesmal auch rechtzeitig zurückbringen, Papa Wutz. Ich werde dafür sorgen, dass Papa es nicht vergisst. Gut, Peppa, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Das Segelboot. Peppa und Schorsch dürfen mit Opa Wutz segeln gehen. Ahoi und guten Tag, Opa Wutz. Das sind Herr Hengst und Frau Corgi. Sie sind Mitglieder im Segelclub. Hallo, wir wollen nur mal eben kurz segeln gehen. Da sind Sie wohl noch etwas früh dran. Richtig, Sie können jetzt noch nicht segeln gehen. Ja, vielen Dank für diesen Rat. Wir sehen uns dann später. Opa, deine Freunde haben aber gesagt, wir können noch nicht segeln gehen. Ach, die haben keine Ahnung, wovon sie reden. Oh, so ein Mist. Opa Wutz' Boot steckt im Schlick fest. Da ist ja gar kein Wasser, Opa. Ja, anscheinend ist Ebbe. Können wir jetzt doch nicht segeln gehen? Doch, natürlich. Das Wasser wird sehr bald zurückkommen. Und dann hebt es das Boot aus dem Schlick. Das Wasser kommt wirklich zurück? Das steht schon mal fest. Das Wasser hebt Opa Wutz' Boot aus dem Schlick. Jetzt schaukelt das Boot auf und ab. Wir stechen in See. Ei, ei, Captain Opa. Ahoi und los. Ich liebe es zu segeln. Allzeit gute Fahrt, Opa Wutz. Ist alles klar an Bord? Brauchen Sie Rat oder Hilfe, alter Junge? Uns geht es hier prima. Vielen Dank auch. Wiedersehen. Opa, Sie sind viel schneller als wir. Beim Segeln sollte man sich wirklich nicht hetzen. Wir schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln, 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 schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf und ab. Ahoi, Opa Wutz. Wird Zeit, zurückzusegeln. Denken Sie an Ebbe und Flut. Wenn Sie zu spät umdrehen, bleiben Sie noch im Schlick stecken. Da haben Sie recht. Schönen Tag. Beachtet Sie einfach nicht weiter. Ich weiß mehr über Ebbe und Flut, als Sie jemals wissen werden. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf. Oh, wir schaukeln ja gar nicht mehr. Das liegt wohl daran, dass gerade Ebbe ist. Stecken wir jetzt im Schlick fest, Opa? Ja, aber wir stecken nur fest, bis die Flut kommt.
Die Flut hebt uns wieder aus dem Schlick heraus. Und wann kommt das Wasser zurück? Die Flut kommt morgen früh. Oh. Wir müssen einfach nur auf dem Boot übernachten. Übernachtungsparty! Hurra! Ich werde wohl mal besser Oma Wutz anrufen. Hallo? Hallo, Oma Wutz? Wir drei haben uns entschieden, auf dem Boot zu übernachten. Du meinst, die Eppe hat dich überrascht? Nein, nein, natürlich nicht. Ich habe nur... Wir stecken im Schlick fest, Oma. Wusste ich's doch. Es ist ein Abenteuer, Oma Wutz. Wir sehen uns morgen früh, ja? Wo sollen wir denn schlafen, Opa? Hier. Das Boot hat zwei schöne kleine Schlafkojen. Oh. Und ich schlaf heute Nacht mal an Deck. Unter den Sternen. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht, Peppa und Schorsch. Peppa und Schorsch schlafen in den Kojen. Opa Wutz schläft an Deck. Die Sterne funkeln am Himmel über ihm. Es ist Morgen. Wir schaukeln wieder auf und ab. Seht ihr, Kinder? Das Wasser ist wieder da. Hurra! Opa Wutz Boot schwimmt wieder. Volle Fahrt nach Haus. Ei, ei, Captain Opa. Wir schaukeln auf und ab. Oma Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen. Oma Wutz! Oma los! Hallo, meine kleinen Schweinchen. War's schön auf dem Boot? Ja, wir haben im Schlick festgesteckt und am Bord übernachtet. Peppa liebt Segeln. Alle lieben Segeln. Die Höhlenwanderung. Heute unternehmen Peppa und ihre Familie eine Höhlenwanderung. Mia Maulwurf ist auch da. Hallo Mia, die Höhlenwanderung ist bestimmt total spannend. Ja, ich freue mich schon auf die Schicksalsfahrt. Schicksalsfahrt? Was ist denn das? Keine Ahnung, klingt aber gut. Hallo. Das ist Herr Löffel. Ich bin Ihr Höhlenführer. Bitte ziehen Sie Ihre Sicherheitshelme an. Ist es gefährlich in der Höhle? Überhaupt nicht. Folgen Sie mir auf unsere völlig harmlose Tour. Gut, das ganze Gerede über die Schicksalsfahrt hatte mich etwas verunsichert. Ich bin Ihr Höhlenführer. Oh. Das ist Opi Mümmel. Stürzen wir uns in ein unvergessliches Abenteuer. Oh, brauchen wir die Sicherheitshelme? Warum nicht? Hat irgendjemand damit Probleme, dass es gleich ganz tief nach unten geht? Von dunklen, engen Orten bin ich nicht gerade begeistert. Sie meinen wie eine Höhle? Und ich habe etwas Höhenangst. Verstehe. Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Schorsch und ich lieben aufregende Orte. Prima! Diese Höhle ist geradezu wahnwitzig aufregend. Los geht's! Diese Treppe führt uns direkt hinunter in die Höhle. Oh, das macht Spaß. Ja, es macht tatsächlich Spaß. Gut, dass wir gar nicht genau wissen, wie tief wir sind. Wir sind jetzt genau 100 Meter tief. Stellen Sie sich einmal vor, wie viele Tonnen Gestein sich mittlerweile über unseren Köpfen befinden. Ganz toll. Willkommen im Reich der Höhle. Es ist so prächtig und so glitzerig. Fantastisch. Schaut mal, da liegt ein kleines Boot. Alle Mann an Bord. Wisst ihr was? Weil diese Höhle so groß und wunderschön ist, fühle ich mich hier unten gar kein bisschen unwohl. Nun durchqueren wir diesen kleinen Tunnel. Es könnte ein bisschen eng werden. Tief einatmen. Und jetzt alle wieder aussteigen. Also, das war mir ein bisschen unheimlich. Keine Sorge, das war der erste und letzte Tunnel. Gut. Wir müssen nur noch diese Schlucht überwinden. Oh, das wird sicher keine leichte Übung. Ja, die Schlucht ist schön tief. Passen Sie gut auf. Wie lange braucht dieser Stein, bis er unten am Boden ankommt? Boah. So, und wie kommen wir jetzt nach drüben? Haben Sie schon einmal von der Schicksalsfahrt gehört? Mia Maulwurf hat gesagt, das wäre das Beste von allen.
Was genau ist diese Schicksalsfahrt denn? Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Bloß eine Fahrt mit der Seilrutsche über die Schlucht und runter zum tiefsten Punkt der Höhle. Oh, yuppie! Es macht wirklich Spaß und ist natürlich auch völlig ungefährlich. Ich habe es wirklich nicht so mit Höhen. Gibt es nicht noch einen anderen Weg um... Wir sehen uns auf der anderen Seite! Wartet auf mich! Also, wenn das nicht der verrückteste Spaß der Welt ist, dann weiß ich wirklich nicht. Es war super klasse! Hat's dir auch Spaß gemacht, Papa? Ja, klar. Hier am tiefsten Punkt der Höhle ist unsere Wanderung zu Ende. Noch Fragen? Wie kommen wir wieder hinaus? Oh, gute Frage. Wir nehmen den Aufzug. Da wären wir. Wieder an der Erdoberfläche. Ah, Tageslicht. Wollen Sie ein Andenken kaufen? Guckt mal, da ist ein Bild von uns auf der Schicksalsfahrt. Papa, du siehst lustig aus. Hiermit werden Sie Ihre Schicksalsfahrt nie wieder vergessen. Na, schönen Dank auch. Peppa liebt Höhlenwanderungen. Alle lieben Höhlenwanderungen. Vor langer Zeit. Luzi Locke kommt zum Spielen zu Peppa. Hallo Luzi. Hallo Peppa. Ich muss dir mal was zeigen. Hier, guck mal. Was ist das? Ein Foto ist das. Was glaubst du, wer da drauf ist? Das ist ein Babyschaf. Das bin ich. Du bist doch kein Baby. Es ist ein altes Foto. Da war ich noch ein Baby. So ein Unsinn, Luzi. Du bist früher auch mal ein Baby gewesen, Peppa, vor langer Zeit. Stimmt doch gar nicht. Stimmt ja wohl. Frag deine Mama. Mama Wutz arbeitet an ihrem Computer. Mama! Hallo, Peppa. Luzi redet ganz viel Unsinn. Tu ich gar nicht. Doch, sie hat gesagt, dass ich vor langer Zeit mal ein Baby gewesen bin. Das warst du auch, Peppa. Guckt, ich habe hier ein paar alte Fotos auf dem Computer. Was glaubst du, wer das ist? Das ist Baby Alexander. Baby Alexander ist Peppas Cousin. Nein, das bist du als Baby, Peppa. Baby Peppa. Hört sich so an, als hättet ihr hier Spaß. Guck mal, Papa. Das da ist ein Foto von mir, als ich ein Baby war. Ich kann mich noch gut erinnern. Das war an unserem ersten Tag in diesem Haus. Wie meinst du das? Wir sind hier eingezogen, als du ein kleines Baby warst. Wir hatten unsere ganzen Sachen oben auf unser Auto gepackt. Mama Wutz hat ein paar Bilder aufgehängt. Papa Wutz hat ein Regal aufgehängt. Und Opa Wutz hat uns einen wunderschönen Blumengarten angelegt. Wo ist Opas wunderschöner Blumengarten hingekommen? Papa Wutz hat ihn gepflegt. Wir haben hier nicht den richtigen Boden für Blumen. Oh. Und ihr habt Platz zum Spielen gebraucht. Ihr beide habt so gerne im Garten gespielt. War Luzi früher auch schon meine Freundin? Ja, du und Luzi, ihr wart schon immer beste Freundinnen. Sind Luzi und ich denn früher auch schon in Matschepfützen rumgehüpft, Mama? Nein, Peppa, ihr wart Babys. Ihr konntet noch nicht mal laufen. Oh, was haben wir denn gemacht? Geschrien. Gerülpst. Und gelacht. Wir waren Babys. Baby Luzi. Baby Peppa. Gugu Gaga, Gugu Gaga. Und danach wart ihr dann Kleinkinder. Ups. Und wo war Schorsch? Der war ein Baby in meinem Bauch. Ja, du warst in meinem Bauch, Schorsch. Du hast auch einen dicken Bauch, Papa.
Ist da etwa auch ein Baby drin? Nein, Peppa. Das sind alles pure Muskeln. Und dann wurde Schorsch geboren. Und Oma und Opa haben Schorsch etwas ganz Besonderes geschenkt. Habt ihr eine Idee, was das war? Ja, sein Dinosaurier. Ganz genau. Und du und Luzi, ihr seid rumgerannt und rumgehüpft. Und eines Tages habt ihr etwas ganz Tolles entdeckt. Matschepfütze! Peppa, wenn du in Matschepfützen rumspringst, musst du deine Gummistiefel anziehen. Du hast es geliebt, in Matschepfützen rumzuhüpfen. Tu ich immer noch. Ich mache ein Foto von euch. Peppa liebt es, in Matschepfützen rumzuspringen. Peppa hat es auch vor langer Zeit schon geliebt, in Matschepfützen rumzuspringen. Kleine Wesen. Peppa und Schorsch helfen Opa Wutz bei der Gemüseernte. Peppa, hier ist ein Salat. Dankeschön, Opa. Oh, was ist denn das? Wow, da sitzt ein scheußliches Monster mittendrin. Monster. Hoho, das ist doch kein Monster. Das ist bloß eine kleine Schnecke. Oh, wohin ist sie verschwunden? Sie versteckt sich im Schneckenhaus. Wohnt sie denn da drin? Ja, es ist ihr Haus. Schau, sie kommt wieder raus. Da ist sie. Hallo, Frau Schnecke. Opa, hat denn Frau Schnecke auch ein Bett in ihrem Haus? Hoho, nein, Peppa. Wenn ich eine Schnecke wäre, hätte ich ein Bett und einen Tisch und einen Stuhl und einen Kühlschrank und einen Fernseher. Opa, was mögen Schnecken gern essen? Tja, hauptsächlich essen sie mein schönes Gemüse. Hey, aufhören, du frecher Schlingel. Opa, Schorsch und ich wollen freche Schnecken sein. Diese Körbe sind euer Schneckenhaus. Genau, jetzt seht ihr wirklich aus wie zwei freche Schnecken. Und am liebsten essen wir Opas ganzen Blattsalat auf. Oh, fort mit euch von meinem zarten Salat, ihr frechen Schnecken. Und wenn Opa mit mir schimpfen will, verkrieche ich mich in mein Schneckenhaus. Peppas Freunde sind gekommen. Hallo, Opa Wutz. Hallo, Luzi. Kommst du zum Spielen und suchst Peppa und Schorsch? Ja. Wenn ich bloß wüsste, wo sie sind. Ich bin allein mit diesen beiden Schnecken hier. Wir sind freche Schnecken, wir sind freche Schnecken. Überraschung! Wir spielen, wir wären zwei freche Schnecken. Können wir auch Schnecken sein? Ich befürchte, ich habe nicht für jeden von euch einen Korb. Oh. Ihr könntet doch auch etwas anderes sein. Da gibt's viel Spannendes in einem Garten. Eine Karotte? Luisa Löffel mag gern Karotten. Nein, Luisa, keine Karotte. Kommt doch mal her. Was ist das für ein Gesumm? Es kommt hier aus dem kleinen Haus. Du Opa, warum kommt hier aus dem Puppenhaus dieses komisch summende Geräusch? Das ist kein Puppenhaus, Peppa. Es ist ein Bienenhaus, genannt Bienenstock. Oh. Seht mal, hier kommt eine. Was will sie denn nur? Sie sammelt den Nektar aus den Blüten und fliegt dann zum Bienenstock, um Honig daraus zu machen. Hm, ich liebe Honig. Wollen wir Biene spielen? Summ, summ, summ. Ja, wir sind Bienen. Summ, 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 summ. Fein, welch fleißige Bienchen. Genau, wir sind fleißige Bienen. Und jetzt fliegen wir zum Bienenstock zurück und machen Honig.
gütiger Himmel, was ist denn hier los? Omi, wir sind fleißige Bienen. Mögen die fleißigen Bienchen Toast? Ja, bitte! Was mögt ihr denn gern auf euren Toast? Honig! Ihr habt Glück, genau das habe ich gemacht. Toast mit Honig. Hurra! Ich bin gerne eine Biene, weil sie dauernd leckeren Honig essen. Ich bin gerne eine Schnecke. Sie essen Opas ganzen Blattsalat. Oh! Oh! Du frecher Schlingel! Ho, 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 ho. Die Hühner von Oma Wutz. Peppa und Schorsch übernachten heute bei Opa und Oma Wutz. Oma Wutz! Oma, los! Hallo, meine Herzchen. Wiedersehen, bis später. Wiedersehen, Mama. Ich zeige euch mal, wo ihr heute Nacht schlaft. Das war das Zimmer von Mama Wutz, als sie ein kleines Schweinchen war. In der uralten Zeit. In diesem Bett hat eure Mama geschlafen. Oh, ein hüpfiges Bett. Ihr seid genau wie eure Mama, als sie noch klein war. Ist Mama auch auf dem Bett gehüpft? Natürlich. Aber Mama sagt immer, dass wir nicht auf dem Bett hüpfen dürfen. Als sie ein kleines Schweinchen war, war sie genauso frech wie ihr. Ehrlich? Ja. So, und jetzt gehen wir zu Opa Wutz in den Garten. Opa Wutz, Opa los. Hallo Peppa, hallo Schorsch. Seht mal hier meine Möhren. Opa Wutz ist sehr stolz auf sein Gemüse. Oh! Und hier sind meine Erbsen. Ah! Aber am allerbesten ist mein saftiger Salat. Oh nein! Mein schöner Salat! Ich glaube, die Vögel haben ihn gefressen, Opa. Ja, Vögel! Und warum hat Herr Vogelscheuche sie nicht weggescheucht? Weil die Vögel, die meinen Salat gefressen haben, sehr töricht sind. Was ist los, Opa Wutz? Deine Freunde haben schon wieder meinen Salat gefressen. Welche Freunde? Tom, Fritz und Martin. Sie heißen doch ganz anders. Oma Wutz hat Hühner. Boah. Sagt Hallo zu Jessica, Sarah und Vanessa. Hallo. Und das ist Günther. Ist Günther ein Hühnerjunge? Ja, Peppa, er ist ein Hahn. Er ist der Schlimmste, kratzt mir meinen ganzen Salat weg. Günther tut keiner Fliege was zuleide. Er frisst die Fliegen sogar. Bäh. Und er hat auch meinen Salat gefressen. Du frisst doch nicht etwa den Salat von Opa Wutz, oder? Nicht, wenn es so leckeren Mais zu fressen gibt. Kommt, hier geht's nach Hause. Peppa, Schorsch, möchtet ihr die Hühner mit Mais füttern? Ja, bitte, Oma. Hier, bitte, ihr Hühner. Fresst nur. Oh, ihr habt ja ein Spielhaus. Das ist ein Hühnerstall. Da legen die Hühner ihre Eier. Eier? Ich sehe aber gar keine Eier. Jetzt nicht, aber bald gibt es wieder Eier. Oh! Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch bei Oma und Opa. Haben die Hühner schon ihre Eier gelegt, Oma? Vielleicht morgen früh, Peppa. Woher wissen wir, wann morgen ist? Günther wird uns wecken und jetzt schlaft mal. Gute Nacht. Es ist morgen. Das ist Günther! Vielen Dank fürs Wecken, Günther! Guten Morgen, Jessica, Sarah und Vanessa. Habt ihr für uns Eier gelegt? 1, 2, 3, 4 Eier, Oma! Dann haben wir Eier fürs Frühstück. Dankeschön, Jessica, Sarah und Vanessa. Gekochte Eier für alle. Hurra! Sehr lecker. Oma, deine Hühner legen ja super leckere Eier. Ja,
weil sie immer so leckeren Mais essen. Und auch meinen Salat. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Der Sehtest. Peppa und Schorsch spielen mit Pedro Pony. Sie hüpfen in Matschepfützen. Oh. Pedro ist ausgerutscht. Seine Brille ist runtergefallen. Nee. Wo ist meine Brille geblieben? Ohne Brille kann Pedro nicht so gut sehen. Oh. Schorsch hat Pedros Brille gefunden. Oh. Dummer Schorsch. Hier ist sie wieder. Dankeschön. Pedro, warum trägst du eigentlich eine Brille? Ich brauche sie. Der Optiker hat das gesagt. Was ist ein Optiker? Mein Vater ist Optiker. Er guckt nach, ob du gut sehen kannst. Aber wie? Kann er in deinen Kopf schauen? Er macht einen Sehtest. Soll ich mal deine Augen testen? Ja, wir machen einen Sehtest. Wird gemacht. Interessant. Mach ein Auge zu und sag, was du siehst. Ich sehe da Schorsch. Beide Augen bitte zumachen. Jetzt sehe ich gar kein bisschen mehr. Gar kein bisschen mehr. Alles sehr interessant. Ich schätze, du brauchst eine Brille. Oh, wirklich? Ja. Pedro, wir fahren. Wiedersehen, Pedro. Nee. Wiedersehen. Mama, ich brauche eine Brille. Was? Pedro hat meine Augen getestet und ich brauche eine Brille. Ich glaube, deine Augen sind gut. Nein, Mama. Wenn ich meine Augen zumache, dann kann ich gar nichts sehen. Aber niemand kann sehen, wenn er die Augen geschlossen hat. Oh. Wer meint, er braucht einen Sehtest? Pedro weiß alles über Sehtests. Sein Vater ist Optiker. Abgemacht, Peppa. Wir gehen zum Optiker und du machst einen Sehtest. Gehen wir sofort? Schorsch, willst du auch einen Sehtest machen? Nein. Peppa ist beim Optiker. Nee. Der Optiker ist Herr Pony. Hallo, Peppa. Bitte nimm Platz. Und? Was kann ich für dich tun? Ich möchte bitte einen Sehtest machen. Aber gern. Setz diese Spezialbrille auf und dann schau auf die Tafel. Herr Pony testet Peppas Sehkraft. Kannst du mir bitte diese Buchstaben vorlesen? Ja, gern. A, B, C, D, E, F. Gut. Und jetzt die Zahlen, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Und jetzt bitte diese Farben. Rot, grün, orange, blau, gelb, lila. Exzellent. Möchtest du ein paar Brillen anprobieren, solange ich den Test auswerte? Ja, gern. Was sagst du zu dieser hier, Peppa? Die ist witzig. Finde ich auch. Und was sagst du zu der? Die ist viel zu groß. Was ist mit dieser? Ui, die mag ich ganz doll, Mama. Ja, Peppa, du siehst fantastisch aus. Ich sehe fantastisch aus. Gute Neuigkeiten. Peppas Sehkraft ist bestens. Oh, also brauche ich gar keine Brille? Nein. Aber ich würde gerne eine Brille tragen. Oh, ich schlage vor, du nimmst einfach eine Sonnenbrille. Ja, eine Sonnenbrille. Hier, bitte sehr. Fantastisch. Die Sonne soll jetzt jeden Tag scheinen. Dann kann ich immer meine Sonnenbrille anziehen. Die Erinnerungskapsel. Peppa und ihre Freunde sind in ihrer Spielgruppe.
Heute werden wir eine Erinnerungskapsel füllen. Was ist eine Erinnerungskapsel? Eine Erinnerungskapsel ist etwas, das den Menschen in der Zukunft zeigt, wie wir leben. Wie? Wir füllen ausgewählte Dinge in diese Kapsel und dann vergraben wir sie im Schulgarten. Wird sie dann groß? Nein, Luzi. Sie bleibt für eine lange Zeit tief vergraben in der Erde. Oh. Nun, welche Dinge wollen wir hineintun? Ein Comic? Sehr gut, Peppa. Musik? Sehr gut, Luzi. Spielzeug. Nein. Eine Münze. Briefmarken. Eine Karotte. Oh, Luisa, du magst Karotten wirklich sehr gern. Ja. Alle diese Dinge zeigen hervorragend unser alltägliches Leben. Madame Gazelle, wie wird die Zukunft eigentlich sein? Was denkst du denn, wie sie sein wird? Eins ist sicher, in der Zukunft wohne ich auf dem Mond. Und alle meine Freunde kommen mich besuchen. Und ich werde sicher mal Raumschiff-Pilot. Hallo. Wir nehmen jetzt eine Nachricht für die Menschen der Zukunft auf. Sagt Hallo zu der Zukunft. Hallo, ihr in der Zukunft. Bestimmt wohnt ihr alle auf dem Mond, oder? Und macht Urlaub auf dem Mars. Und fliegt mit Weltraumraketen rum. Wundervoll. Es ist Abholzeit. Fast alle Eltern sind schon da. Mama, Papa, wir haben eine Erinnerungskapsel. Ah, Herr Wutz, Sie helfen bestimmt mit. Wir graben ein Loch. Ja, natürlich. Papa Wutz gräbt ein Loch für die Erinnerungskapsel. Fertig. Können wir sie jetzt wieder ausgraben? Oh, sie wird jetzt viele Jahre lang tief in der Erde bleiben. Oh, so lange kann ich aber nicht abwarten. Peppa, du bist genauso wie dein Papa als kleiner Junge war. Wirklich? Ja, ich erinnere mich gut, als ich seine Lehrerin war. Warst du mal seine Lehrerin? Ja, ich unterrichtete all eure Mütter und Väter. Erinnert ihr euch? Ja, Madame Als eure Mütter und Väter klein waren, hatten wir auch eine Erinnerungskapsel. Ja, das ist wahr. Wir vergruben sie unter einem kleinen Baum. Können wir sie ausbuddeln? Ja, ich glaube, die Stelle war irgendwo ihr. Oh, der Baum war damals aber viel kleiner. Oh, das ist schon ziemlich lange her. Der Baum ist seitdem ein Stückchen gewachsen. Ich glaube, hier ist was. Unsere alte Erinnerungskapsel. Hurra! Ich kann's kaum erwarten. Tretet zurück, Kinder. Ja, Madame Gazelle. Was haben wir denn hier? Oh, ein alter Comic. Das war mein Lieblingscomic. Ein Flugzeug. Mein Lieblingsflugzeug. Musik. Meine Lieblingsplatte. Und eine sehr alte Karotte. Das ist meine. Eine gute Idee, Mami. Und noch ein Video von euren Eltern aus der Zeit, als sie klein waren. Oh. Und wer ist das Ferkel dort mit der Brille? Ah, das ist Papa Wutz. Oh, und das bin ich. Hallo, ihr in der Zukunft. Was für ein quiekiges Stimmchen du hattest. Bestimmt wohnt ihr jetzt alle auf dem Mond. Dummer kleiner Papa Wutz. Es macht Riesenspaß, eine Erinnerungskapsel zu füllen und eine zu finden noch viel mehr. Das Kanalboot. Heute ist Captain Clefs Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Papa Clef. Dankeschön, alle miteinander. Papa, du siehst traurig aus. Ach, es ist nichts Schlimmes, Klausi. Aber wenn ich dieses Boot hier sehe, erinnert es mich daran, wie sehr ich das Meer vermisse. Captain Clef liebt das Meer. Dann öffne doch dein Geburtstagsgeschenk. Es ist eine Bootsfahrt. Eine Bootsfahrt? Das ist genau das, was ich wollte. Und los!
Es ist nirgendwo so schön wie auf einem Segelboot. Man kommt an die schönsten Strände mit so einem Boot. Wir könnten in die Südsee segeln, in die Antarktis aufbrechen oder sogar einen Wal sehen. Wir machen aber nur einen kleinen Ausflug. Das ist der Kanal. So, wo ist das Segelboot? Wir fahren auf diesem Kanalboot. Verstehe. Wir benutzen das Kanalboot, um zum Segelboot zu kommen. Nein, Papa Clef. Wir benutzen dieses Boot für deine Geburtstagsfahrt und schippern damit den Kanal entlang. Aber auf einem Kanal fährt man nur hier lang oder da lang. Das macht Spaß. Komm schon, Papa. Es ist ein Boot. Ja, Klausi, du hast recht. Ein Boot auf dem Wasser. Alle an Bord. Oh, ich wollte das eigentlich sagen. Oh, entschuldige. Sag's nochmal. Alle an Bord! Die Segel setzen! Oh, wo sind denn die Segel? Kanalboote haben keine Segel. Drück einfach auf diesen Knopf, dann fährt das Boot los. Ah, danke schön, Mama Clef. Und weg sind wir. Frau Ente und ihre Kinder sind schneller als unser Boot. Wollen wir ein Rennen austragen, Frau Ente? Volle Kraft voraus! fährt die Schipperkiste vielleicht etwas schneller? Nein, das ist die Höchstgeschwindigkeit. Oh. Und das ist gut so. Du solltest langsam fahren, denn wir kommen zu einem Berg. Ah. Guck mal da, da vorne ist ein Berg. Und wir schippern jetzt dagegen. Nein, wir fahren doch durch den Tunnel. Ein Tunnel führt durch den Berg hindurch. Es ist ganz dunkel. Und unsere Stimmen klingen komisch. Wir schippern mit dem Boot mitten durch den Berg. Dieses Kanalboot macht tatsächlich großen Spaß. Guckt, da kommt noch ein anderer Riesenberg. Und das bedeutet noch ein Tunnel. Diesmal nicht. Oh, da ist kein Tunnel. Und was sollen wir jetzt tun? Wir nehmen den Weg über den Berg. Ein Boot kann nicht den Berg rauffahren. Das ist völlig unmöglich. Ist es nicht, denn wir benutzen jetzt eine Schleuse. Passt auf, ich zeig's euch. Mama Clef öffnet die Schleusentore. Fahr das Boot rein, Captain. Wartet hier drinnen. Ich schließe die Schleusentore. Schaut mal, jetzt lasse ich das Wasser von oben reinlaufen. Wir fahren nach oben. Das steigende Wasser trägt das Boot nach oben. Und jetzt öffne ich diese Schleusentore. Weiter geht's, Captain. Volle Kraft voraus. Wow, wir sind gar nicht mehr am Boden. Wir fahren durch die Luft. Wir schippern über eine Brücke. Ja, auf dieser Brücke können wir ganz bequem das ganze tiefe Tal überqueren. Mit dem Kanalboot durch die Luft. Welches Abenteuer könnte das schon übertreffen? Wir fahren durch die Luft und unser Motor pufft. Trotzdem sind wir im Wasser. Wir fahren durch die Luft. Papa, hat dir der Tag Spaß gemacht? Der Tag war wundervoll. Wir sind durch die Berge, über die Hügel und durch die Luft geschippert. Das ist der beste Geburtstag von allen. Captain Clef liebt Kanalboote. Alle lieben Kanalboote. Die Puppenklinik. Peppa, Schorsch und Luzi spielen im Garten mit ihren Lieblingsspielsachen. Schorsch hat Herrn Dinosaurier. Luzi hat Pinguin und Peppa hat Teddy. Teddy, was wollen wir jetzt spielen? Wow, wow. Du willst den Hügel runterrollen? Okay. Jetzt hüpfen wir in Matschepfützen rum. Was sagst du, Teddy? Du willst auch in die Matschepfützen hüpfen? Okay. Plitsch, plitsch, platsch. Peppa ist ausgerutscht und auf Teddy gefallen. Entschuldige, ich habe dich untergetaucht. Ist bei euch alles klar? Ja! Ja, Mama Wutz! Oh, Teddy, du siehst ja mitgenommen aus. Was meinst du damit? Teddy ist etwas schlammig. Oh, ich habe Pinguin mal in die Puppenklinik gebracht. Danach sah er wie neu aus. Was ist denn eine Puppenklinik? Da werden Kuscheltiere wieder heile gemacht.
Sie werden gewaschen, wieder in Form gebracht und kriegen sogar neue Stimmen. Du bist meine beste Freundin. Luzi. Ich habe dich sehr lieb. Luzi. Boah. Mami, können wir Teddy bitte auch gleich in die Puppenklinik bringen? Das ist eine gute Idee. Da ist die Puppenklinik. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Peppa. Herzlich willkommen in der Puppenklinik. Hier machen wir aus Puppen wie dieser wieder Puppen wie diese. Oh. Hast du denn ein krankes Püppchen? Ja. Was ist das denn? Eine Maus oder ein Hund? Es ist ein Bär. Na, die haben sie aber ganz schön übel mitgespielt. Krach. Ah, und einen Dinosaurier. Kommen alle beide in die Klinik? Ja, bitte. Okay. Jetzt sag mal, kleiner Bär, was hast du denn angestellt, dass du so schmutzig bist? Teddy ist den Hügel runtergerollt, ist in Matschepfützen gesprungen und untergetaucht. Kein Wunder, dass du jetzt so aussiehst. Also, wenn ich mit dir fertig bin, wird nicht mehr rumgerollt, keine Matschepfützen mehr und kein Untertauchen. Aber genau diese Sachen mag Teddy am liebsten. Du bist mir ein bisschen zu schlapperig, aber mit Füllmaterial kann ich das hinkriegen. Was bedeutet das? Guck mal, dieser Elefant sieht ein bisschen traurig aus, aber ihm fehlt einfach nur Füllung. Teddy mag es gern, schlapprig zu sein. Aber vielen Dank, Frau Mümmel. Braucht der Dinosaurier etwas extra Füllung? Krach. Verstehe. Möchte Teddy neue Kleidung? Vielleicht diesen schicken Matrosenanzug? Aber Teddy ist doch ein Mädchen. Mädchen können auch Matrosen werden, Peppa. Ja, aber Teddy will keine Matrosine werden. Wie wär's mit Pilotin? Nein. Tiefseetaucherin? Nein. Oder vielleicht Prinzessin? Ich glaube, Teddy ist am glücklichsten ganz ohne Kleider. Vielen Dank, Frau Mümmel. Und was ist mit Herrn Dinosaurier? Nein. Meinetwegen. Braucht Teddy neue Augen? Augen sind das Fenster zur Seele, sagt ein altes Sprichwort. Was ist die Seele? Ah, das ist etwas kompliziert. Schaut mal diese Augen. Wir haben grüne Augen, blaue Augen, rote Augen oder diese Kulleraugen. Mit solchen Augen sieht das Seelendings bestimmt komisch aus. Teddy braucht überhaupt gar keine neuen Augen. Vielen Dank, Frau Mümmel. Was ist mit Herrn Dinosaurier? Will er vielleicht neue Augen? Nein. Fein. Was ich Teddy sonst noch anbieten könnte, ist eine neue Stimme. Die Stimmen sind in diesen Plastikboxen. Man steckt sie in den Bauch. Hallo, ich hab dich lieb. Das ist aber gar nicht Teddys Stimme. Ich bin so glücklich. Ich will spielen. Das ist nicht Teddy. Du bist meine beste Freundin. Aber das ist die Stimme vom Pinguin. Du bist meine beste Freundin. Luzi. Herr Dinosaurier, möchten Sie eine neue Stimme? Grrr. Warum frage ich überhaupt? Da bleibt also nur eins, was ich für deinen Teddy tun kann, und zwar ihn zu waschen. Nein, Teddy will auch nicht gewaschen werden. Okay, ich bin durch. Und die gute Nachricht ist, mit Teddy und Herrn Dinosaurier ist alles in Ordnung. Das ist wunderbar. Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte? Oh, Teddy, ich hab dich so doll lieb, wie du bist. Und das wird auch für immer so bleiben. Das Wohnmobil. Peppa und Schorsch sind sehr aufgeregt, denn heute geht's in die Ferien. Oh, wo ist Papa? Er hat eine ganz besondere Überraschung für euch. Was ist das? Das ist ein Wohnmobil. Wir haben es für den Urlaub ausgeliehen. Dieses Wohnmobil hat einfach alles. Mit dem Knopf hier bedient man den Wasserhahn. Boah. Und mit diesem Knopf macht man den Fernseher. Und wozu ist dieser Knopf gut? Ich bin mir nicht sicher. Wir drücken ihn besser nicht, bevor wir es wissen. Sind alle startklar für unsere Urlaubsreise? Ja, Mama Wutz. Dann geht's los. Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Diese Karte ist etwas schwierig. Papa, wir dürfen uns nicht verfahren. Keine Sorge, Peppa. Ich bin Experte im Kartenlesen. Oh, das ist seltsam. Doch verfahren? Ja. Da kommt Opa Kleff mit Klausi Kleff. Hallo, Peppa. Hallo, Klausi. Wir haben uns verfahren. Wieso? Ist denn euer Navi kaputt? Navi? Du fährst doch das Wohnmobil T3200. Da ist dein Navi serienmäßig.
Willkommen im Fahrzeug der Zukunft. Ah, dafür ist also dieser Knopf da. Wohin soll die Fahrt heute gehen? Das Wohnmobil kann ja sprechen. Ganz schön clever, oder? Die Computerstimme hilft euch, den Weg zu finden. Aber woher weiß sie denn überhaupt, wohin wir wollen? Du sagst es ihr. Hallo, liebe Frau Wohnmobil. Hallo. Wir wollen in die Ferien fahren. Kannst du uns den Weg sagen? Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Danke für deine Hilfe, Opa Clef. Aber gerne. Genießt eure Ferien. Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Achtung, Achtung, das Öl ist fast leer. Was ist Öl? Öl hilft dem Motor zu laufen wie geschmiert. Und ist das Öl denn jetzt schon weg? Nein, diese Warnungen kommen immer lange im Voraus. Das Öl ist jetzt leer. Ach, herrje. Zum Glück habe ich noch eine Dose Öl als Reserve dabei. Sehr gut, Papa Wutz. Wir füllen einfach das Öl in den Motor und dann... Oh! Was ist los? Hier ist überhaupt nichts drin. Der Motor ist weg. Da kommen Frau Locke und Luzi Locke. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Wir haben unseren Motor verloren. Euren Motor verloren? Ja. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung von Motoren. Vielleicht irre ich mich aber genau genommen, sieht dieses Teil hier wie ein Motor aus. Ach ja, gut beobachtet, Frau Locke. Das Wohnmobil hat seinen Motor hinten. Fein, das sollte genügen. Danke sehr, Frau Locke. Gern geschehen und genießt eure Urlaubstage. Wann sind wir denn endlich da? Fahren Sie den nächsten Hügel hinauf, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hurra! Schlafenszeit. Wo schlafen wir denn? Mama Wutsch und ich schlafen hier auf diesem Bett. Und ihr zwei schlaft dort oben. Aber da oben ist doch gar nichts. Hoho, schaut mal her. Das Wohnmobil kann sein Dach ausfahren. Im Wohnmobil wohnen wir genauso wie zu Hause. Während der Ferien ist es ja auch unser Zuhause. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Ein Fisch namens Goldie. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Papa Wutz fährt mit dem Auto zur Arbeit. Zeit fürs Frühstück, Goldie. Mama Wutz füttert Goldie den Fisch. Mama, Goldie hat gar keinen Hunger. Oh, vielleicht fühlt sie sich nicht gut. Wir rufen besser Dr. Hamster an. Tierarztpraxis Dr. Hamster hier. Hallo, Dr. Hamster. Unser Fisch Goldie frisst heute nicht. Und sie sieht traurig aus. Oh, sie kommen am besten gleich vorbei mit Goldie. Oh, Papa hat ja das Auto. Wie kommen wir jetzt zur Tierärztin? Wir nehmen den Bus. Oh, klasse! Das ist die Bushaltestelle. Auf dem Fahrplan steht, der nächste Bus kommt um 10 Uhr. Und wie viel Uhr ist es jetzt? 10 Uhr. Hurra! Wie viele Fahrscheine? Ein Mama-Fahrschein und zwei kleine Schweinchen. Und einmal Fisch, bitte. Der Fisch fährt umsonst. Festhalten! Herr Bulle wartet auf den Bus. Oh, einen Fahrschein zum Musikladen, bitte. Guten Morgen, Herr Bulle. Wir fahren mit Goldie zur Tierärztin. Oh weh, geht's uns heute nicht gut, Goldie? Sie kann nicht sprechen, sie ist ein Fisch. Natürlich, vielleicht mag sie ein bisschen Musik aus meiner Tuba. Die klingt aber komisch. Darum fahre ich auch zum Musikladen. Die reparieren sie. Oh. Frau Locke, Frau Mietze, Herr Zebra und Madame Gazelle steigen in den Bus.
Alors, 4 Fahrscheine zum Supermarkt, bitte. Hallo, Madame Gazelle. Wir bringen Goldi zur Tierärztin. Oh, geht's Goldi nicht gut? Sie mag sie. Die Räder vom Bus drehen rundherum, rundherum, rundherum. Die Räder vom Bus drehen rundherum, Tag für Tag. Supermarkt! Wiedersehen! Musikladen! Wiedersehen! Endstation, Tierärztin! Die Tierärztin macht kranke Tiere wieder gesund. Oh, ist das der traurige kleine Fisch, der nicht frisst? Ja, sehen Sie mal. Goldi frisst das Futter. Oh, zu Hause hatte sie keinen Hunger. Vielleicht war es Goldi zu Hause zu langweilig. Ich glaube, die spannende Reise hat sie aufgemuntert. Ah. Du hast wirklich einen gesunden und glücklichen Fisch. Sie ist goldig. Herzlichen Dank, Dr. Hamster. Mama Wutz, Peppa und Schorsch fahren mit dem Bus nach Hause. Herr Bulle fährt auch nach Hause mit seiner reparierten Tuba. Sie ist so gut wie neu. Madame Gazelle und ihre Freunde fahren mit ihren Einkäufen nach Hause. Ich sehe, Goldi ist wieder ein glücklicher Fisch. Ja. Die Busfahrt hat sie wieder gesund gemacht. Der Fisch im Glas schwimmt rundherum, rundherum, rundherum. Der Fisch im Glas schwimmt rundherum, Tag für Tag. Hallo, wo wart ihr denn? Wir waren mit Goldi bei der Tierärztin. Und jetzt geht's ihr besser. Oh je, Goldi hat Husten. Wir sollten mit Goldi morgen nochmal zur Tierärztin. Ich kann euch im Auto hinbringen. Nein, Papa, wir fahren lieber Bus. Das macht Spaß. Okay, wir nehmen den Bus. Hurra! Alle lieben Busfahren, besonders Goldi, der Fisch.